Servus, Savadikap und Ai Gude Stefan hier. Heute vom Flughafen Bangkok, Suvarnabhumi heißt der Flughafen. Einer der größten Flughäfen in Asien. Der größte Flughafen auf jeden Fall in Thailand. Und mit knapp 60 Millionen Passagieren im Jahr 2019, etwas kleiner als der Frankfurter Flughafen, der hatte im gleichen Jahr etwas mehr als 70.000 Passagiere, nur dass ihr da mal eine Vorstellung habt, wie groß der Flughafen ist. Für viele natürlich dann der erste Schritt nach Thailand und viele fragen sich dann, wie geht's von hier aus weiter, wie bekomme ich mein Geld, wie bekomme ich nach Bangkok, wie komme ich nach Pattaya, wie komme ich zum anderen Flughafen, was mache ich überhaupt? Das versuche ich euch heute zu beantworten. Also seid gespannt. Es geht los. Für die unter euch, die abfliegen, hier so ein kleiner Service, was es in der Abflugshalle gibt. Am Ausgang oder Eingang 9 gibt es den Mr. Wrap. Das ist der Service zum Einwickeln der Gepäckstücke. Was ihr da auch den Preis habt, kostet pro Gepäckstück 200 Baht. Wichtig ist natürlich, bevor ihr es einwickeln lasst, rechts davon gibt es die Mehrwertsteuer zurück. So, hier gibt es die Mehrwertsteuer zurück. Was die gerne sehen wollen, die Beamten, ist natürlich auch die Ware, die ihr dann im Koffer drin habt. Und wenn der Koffer dann eingeschweißt ist, war das Einschweißen leider umsonst. Hier auf der Tafel können wir das auch noch mal sehen auf Englisch, der ganze Vorgang. Ihr müsst das gelbe Formular PP10 ausgefüllt haben. Ihr braucht den Passport. Ihr müsst die Ware vorlegen. Dann wird das Ganze vom Zoll in kontrolliert, dann geht's zum Check-in, dann geht's zur Passportkontrolle und dort an der Passportkontrolle an den Gate D1 bis D4 bzw. D5 bis D8 gibt es dann die Mehrwertsteuer zurück. Der Check-in ist natürlich abhängig von eurer Fluggesellschaft und Fluggesellschaften gehen auch dazu über, das Ganze als Self-Check-in zu machen. Das heißt, ihr zieht euch eure Bordkarte praktisch an einem dieser Automaten und geht dann rüber und gebt euer Gepäckstück ab. An der Rolltreppe habt ihr dann auch den Schalter für das Übergepäck, für übergroße Gepäckstücke. So, hier wird also das Gepäck mit Übergröße eingecheckt. Links davon oder rechts davon gibt es zunächst mal Toiletten und links davon sind die Damentoiletten, aber links davon ist auch eine Rolltreppe. Mit dieser Rolltreppe geht es dann hoch zum Airline Passenger Service Center, also da haben die Fluggesellschaften ihre Büros und dort oben gibt es auch eine Art Aussichtsterrasse. Vor allen Dingen ist da oben auch das Fundbüro. Da hinten gibt es noch das Fundbüro, für der irgendwas verloren hat. Ja.
anderen Seite, viel wichtiger, geht es dann zu den Flügen International Departures, also zu den Flügen ins Ausland. Da habe ich natürlich keinen Zugriff, weil mir hier die Bordkarte fehlt. Wer innerhalb Thailands weiterfliegt, muss sich in die andere Richtung der Halle bewegen. Da geht es dann zu den Domestic Departures, also zu den Inlandsabflügen. Der Flughafen ist unterteilt in 5 Ebenen. Die unterste Ebene, das ist das Basement, der Ground Floor, wie man das immer nennen möchte. Das sind die Züge, die nach Bangkok gehen. In der Ebene 1 fahren die Shuttlebusse und die Taxis ab. In der Ebene 2, das ist die Ankunftsebene. Die Ebene 3, das sind die Shops und die Restaurants. Und die Ebene 4 ist die Abflugsebene. So, ich bin jetzt hier in der Ebene 3, also die Ebene mit den Restaurants, da können wir gerade mal durchlaufen. Wie man an den Bauzäunen sehen kann, nicht alles hat Covid überlebt. Überlebt hat auf jeden Fall das gelbe M. Rechts von mir der muslimische Gebetsraum. Japanese Restaurant. Gerade mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Premium Beef Tonkyo Set 450 Baht. Das Frühstück, immer ein guter Indikator fürs Geld. American Breakfast Set A. 2 Scheiben Toast, ein bisschen Würstchen, ein bisschen Schinken, 2 Eier und ein Kaffee. 289 Baht an Haufen Geld. Ja, aber man ist hier am Flughafen und am Flughafen ist alles etwas teurer. Gucken wir mal hier die Top 10 Thai Cuisine. Wenn ich mal hier schaue, sowas gibt es in Pattaya, so 60 bis 80 Baht, hier zahlt es 370. So, wir haben heute Samstag, den 11. Februar und ihr könnt sehen, es geht wieder aufwärts mit dem Reiseverkehr. Also hier ist schon ganz schön was los. Gucken wir gerade mal, was das bisschen Obst kostet, ob da ein Preis dran ist. How much? 150, thank you. Also 4 Euro für so ein Schälchen Obst in Pattaya. 50 bis 80. Also verhungern muss hier keiner. Ich werde die Lokale jetzt auch nicht alle ablaufen.
Wenn ich weiter runter gucke, da gibt es noch einen Burger King. Und dann verlassen wir hier mal die Ebene oder die Fressmeile. So, wir sind hier in der Ankunftsebene. Hier kommen die Passagiere raus. Werfen wir gerade mal einen Blick rein zu den Gepäckbändern. This is international arriving or domestic arriving? This is international arriving or domestic? Arrival, international and domestic, same, same. Ah, okay, thank you. Also, egal wo ihr herkommt, hier geht's raus. Und das ist das Erste, was ihr zu sehen bekommt von Thailand. Ihr könnt da oben schon mal sehen, die Wegweiser. Gehen wir sie mal von links nach rechts durch. Abflug, Ebene 4 nach links. Parkhaus, Ebene 3 nach links, der Meeting Point ganz links, die Information ist etwas weiter links. Den Information Stand kann man hier schon sehen, das ist das runde illuminierte AOT, das heißt Airport of Thailand. Und dann geht es natürlich zu den Taxis, eine Etage tiefer, und zu den Zügen, zwei Etagen tiefer. So, und hier bereitet man sich schon auf den Empfang, nicht auf meinen Empfang vor, sondern auf den Empfang der ersten chinesischen Touristen vor. Machen wir mal schnell die Bahn frei. Ja, was macht man als Erstes, wenn man hier ankommt? Geldwechsel sagen die meisten. Man hat ja kein Geld. Und dann gucken wir uns mal hier die Wechselstuben an. Ich bin hier immer noch in der Ankunftsebene. Allerdings schaue ich jetzt in einen Bereich rein, in den nur Passagiere Zutritt haben, beziehungsweise die Ankommer aus den anderen Maschinen. Ich kann da leider nicht rein. Aber wer an den Gepäckbindern vergessen hat, sich seine Telefonkarte zu kaufen, der hat jetzt hier die Möglichkeit, sich seine Telefonkarte zu kaufen. Ich guck mal, ob ich dann noch einen anderen Blickwinkel habe auf das ganze Geschehen. So schaut das Ganze also aus einer erhöhten Position aus. Links aus dem Gepäckband, ja, links von den Gepäckbändern kommen die Passagiere raus und laufen direkt auf diese Telefonkartenverkäufer zu. Ich bin mal gefragt worden, Stefan, kannst du mal ein Video drüber machen? Ich versuche es. Im Moment habe ich selbst noch zu wenig Ahnung davon. Und hier kann man auch schon sehen, eine Wechselstube. Ich weiß nicht, zu welchem Kurs die anbieten, aber ich kann euch versichern, es ist mit Sicherheit kein guter. Jetzt habe ich es doch noch geschafft, in diese Ankunftsebene zu kommen. Mal gucken, ob die mich hier durchlassen bei der Security. Da gibt's ja tatsächlich, die haben mich jetzt einfach ignoriert. Bin ich mal gespannt, wie weit ich hier kommen kann. Also, hier gibt es die ganzen Mietwagenverleiher. Avis, Hertz, Budget, Sixth Rent, Thai Rent, Europe Car gibt es hier sogar auch in Asien. Und wir gehen aber in die andere Richtung und schauen uns mal an, wie das an den Wechselstuben und Telefon- oder SIM-Kartenschaltern ausschaut. Hier in der Ankunftsebene, wenn ihr ein Taxi bestellt habt oder einen Fahrdienst, der wartet auch hier auf euch. Immer mit dem Namensschild natürlich.
So, hier sind dann die Abholer für die diversen Hotels. Und weiter hinten, hinter zu den Hotels, die Taxi-Service-Männer. Da wird er dann namentlich erwartet und nicht mit Hotelnamen. So, dann haben wir hier die nächste Wechselstube und das ist interessant. Ich würde gerne mal ein bisschen reinzoomen. Der Euro steht hier bei 32,95 als Wechselkurs. Nur mal im Hinterkopf behalten. Von der Ankunftsebene gehen wir jetzt eine Etage tiefer, dorthin, wo die Busse fahren. So Leute, das war's vom Flughafen in Bangkok, Teil 1. Im nächsten Teil zeige ich euch, wie ihr beim Geldwechsel unheimlich viel Geld sparen könnt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Stefan.